Eva Schobesberger, Rudi Anschober bitten, sich zur Erde zu bewegen. Und die Bedeutung ist unterwegs, diese Erde führt wohin? Also wir werden die Erde jetzt bewegen durch die Rathausgasse zum Rathaus und dann über die Fahrgasse wieder zurück. Und ich möchte ganz kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Das Projekt Gutskauf die Erde stammt von einem Künstler aus Steyr. Der Johannes Angerbauer hat das 1993 eigentlich schon ins Leben gerufen. Hat damals mit einer Schule, mit der St. Anna Schule gemeinsam diesen Erdball gestaltet und gemacht. Und der Grund war, dass es damals in Steyr Probleme gegeben hat, weil ein Kebab-Imbiss kommen sollte und sich Nachbarn dagegen gewehrt hat. Der Ball ist dann zum ersten Mal gerollt am 11. September 1993 und ist dann lange Zeit gelegen. Und wie er dann nach 20 Jahren wieder einmal herausgekommen ist aus dem Keller und das Foto gezeigt worden ist, hat man gesehen, dass erstens der 11. September inzwischen ein Symboldatum geworden ist. Und dass auf diesem Foto von diesem ersten Rollen des Balles ein Firmenplakat drauf war, aber ganz groß drauf geschaut ist, New York. Also eine fast Vorwegnahme von Aktivitäten oder von einem Event oder von einem tragischen Event, der dann viele Jahre später entstanden ist. Und weil das Angebauer ist man an die Friedensakademie angetreten, ob wir diesen Ball nicht einfach öfter nutzen möchten. Und so haben wir dann den Ball im letzten Jahr im Friedensfest am Attersee im September schon eingesetzt und rollen lassen. Er wird auch heuer wieder im Friedensfest am Attersee im September rollen und heute, wie gesagt, diese Runde um das Rathaus herum. Bitte, also bewegen Sie den Ball, bewegen Sie die Erde und bewegen wir alle dazu etwas, dass die Erde sich bewegt in eine positive Richtung. Ein sehr schöner Gedankenanstoß mit der Erde. Aber die Frage ist, wir sollen uns einigen, in welche Richtung. Welche Richtung soll es denn gehen? Hallo? Grüß Gott. Vom ATV, ein Hammer, ein Hammer, eine ganz entzückende Polytechnikerin wird begleitet von einem Fernsehteam, wirklich wunderschön. So, Kauzi Weltladen, Hannes Stammler, bitte sehr zu mir. Sehr geehrter Hannes Stammler, er kommt, oder das sei schon mit. Und dann möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei der Kochshow bedanken, liebe Freundinnen, liebe Freunde, denn das, was dort gekocht wird, da steht eine kleine Box oder eine große Box bereit. Das Geld, das da hereinkommt, bekommt mein Straßenkinderprojekt in Bolivien. Da haben wir seit 15 Jahren ungefähr 20.000 Kinder von der Straße weggeholt, haben jetzt 3 Kinderdörfer in Betrieb und betreuen dort derzeit 1.500 Kinder. So, Hannes hat
dort gleich daneben eine kleine traditionelle Kaffeerösterei. Und ich möchte gern Hannes mit der Geschichte einmal beginnen, bevor wir zum Tauziehen kommen. Wie ist diese Idee entstanden und wo wird geröstet? Also die Idee ist daraus entstanden, dass mir vor Jahren schon das Konzept des deutschen Vertriebhändlers Contigo sehr gut gefallen hat und die rösten immer in den eigenen.